Hallo und herzlich willkommen. Heute mache ich kein Videotutorial, sondern ich sage etwas zu Facebook. Facebook hat so bestimmte Nutzungsregeln, Nutzerbedingungen, AGBs. Das sind ein paar verschiedene Namen und sind eigentlich alles das gleiche. So, bei Facebook ist es so, ich war mal bei einem Art Fotoshooting, es war mal ein Foto von mir und von anderen vielen Leuten von mir an der Siegessäule in Berlin. Also, da hat der Fotograf ein Foto gemacht. Dann wollte ich ihn fragen, ob ich Rechte dafür kriege, dass ich das Foto bei Facebook als Profilbild reinstellen wollte. Er hat gesagt, er hat mir ein Privatrecht erteilt, aber das ist so, bei Facebook steht in den Nutzerbedingungen, dass jedes Bild, was du hochlädst, dass Facebook damit machen darf, was sie wollen. Dass sie zum Beispiel als Werbung benutzen dürfen und so. Und er hat gesagt, das widerspricht seinen Prinzipien. Das sehe ich auch ein, daran halte ich mich auch. Und deswegen wollte ich euch nur sagen, die Fotos, die ihr da reinstellt, gehören dann so gesagt Facebook, bis ihr euren Account löscht. Vielleicht gehören sie auch danach noch den. Aber soweit wie ich gelesen habe und es verstanden habe, gehört Facebook, also die Fotos, die man bei Facebook hochlegt, gehört Facebook, bis man seinen Account löscht. Also würde ich sagen, ladet nicht alle Bilder hoch, die euch auch was wert sind, weil damit übertragt ihr Facebook eine Nutzung, also eine, wie soll ich sagen, ja, auf jeden Fall erlaubt ihr damit Facebook mit den Bildern zu machen, was sie wollen. Also ladet nicht immer gleich alles bei Facebook hoch. Das ist besser für euch.